Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der CapTrader GmbH zu dem heutigen Webinar, was den Titel hat Trading mit Ninja Trader. Das ist ja im Prinzip schon das zweite Webinar unserer Webinarreihe, die wir gemeinsam mit Christoph Radecker und Dr. Daniel Sinnig hier durchführen bei uns bei CapTrader. Naja, und ich freue mich sehr drauf, heute euch zwei hier begrüßen zu dürfen und wieder dabei zu haben bei der sehr, sehr spannenden Webinarreihe. Bevor wir allerdings loslegen, möchte ich Sie einfach noch ganz kurz fragen, ob Sie mich überhaupt verstehen können, damit ich weiß, dass von der Technikseite her alles passt. Ich weiß, können Sie mir ein kurzes Feedback geben über die Chatfunktion, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind? Okay, das scheint zu passen. Ja, super. Danke für das Feedback. Heute ist der zweite Teil. Falls Sie den ersten Teil der Webinarreihe verpasst haben sollten, möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, wo Sie den finden, wo Sie die Aufzeichnung finden. Bei uns auf der CapTrader-Seite sehen Sie ja hier unter Training, Videos, unsere Aufzeichnungen nach bestimmten Kategorien, sage ich jetzt mal, sortiert. Und natürlich hat auch Ninja Trader hier eine eigene Kategorie. Und dort ist auch das Webinar von Ende April abgelegt. Ja, also hier können Sie dann die Aufzeichnung vom letzten Mal aufrufen. Ja, Sie sehen, um was es da ging, was das Thema war. Und wir haben auch so eine kleine Übersicht noch hier und weiterführende Links mit reingepackt. Okay, heutiges Thema, was auch wieder Dr. Daniel Sinnig heute behandeln wird, ist das Backtesting von Handelssystemen. Er ist ja Experte bei der Entwicklung von automatischen Handelssystemen, auch Dozent im Bereich Software Engineering. Ich hoffe, Daniel, ich gebe das alles richtig wieder. Du bist in Montreal in Kanada. Ja, das stimmt. Ich Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Ich hoffe, es liegt nicht mehr wie im April, es liegt kein Schnee mehr. Nein, es ist mittlerweile der Frühling auch in Montreal angekommen. Sonne, Okay. wenig Wolken, sehr schönes Wetter heute. Okay, ja, bei uns regnet es noch ein bisschen, aber es sollen die nächsten Tage natürlich besser werden und die Freibäder im Mai haben ja schon fast alle geöffnet, obwohl das Wetter noch nicht ganz danach aussieht, aber es kommt. Okay, ja, dann möchte ich Sie gar nicht lange aufhalten und Daniel, wenn du bereit bist, dann würde ich zu dir rüberschalten und dann können wir direkt loslegen. Gerne, ja. Ja, ich habe nur noch einen Hinweis, also das Webinar wird auch aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird dann auch natürlich in Kürze wieder in diesem Archiv unter Ninja Trader zu finden sein. Gut, so, dann schaue ich jetzt mal gerade, dass ich dich zum Moderator ernenne und wünsche Ihnen allen viel Spaß. So, einen Hinweis noch habe ich ganz vergessen. Christoph Radecker ist ja auch mit dabei. Ich habe dich ja schon begrüßt, Christoph. Also wenn Fragen sind direkt an Ninja Trader oder direkt an Christoph Radecker, dann können Sie die natürlich auch im Chat stellen. Und dann wird er sich auch nochmal mit einschalten natürlich. Das hat er mir versprochen. Nur ein kleiner Hinweis am Rande. Super. Ah, können Sie meinen Bildschirm sehen? Ich sehe den Bildschirm, ja. Super, das ist die, alles klar. So, das heutige Thema unseres Webinars ist das Backtesting von Strategien mithilfe der Ninja Trader Handelssystemanalyse. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, was auf die automatischen Handelssysteme zugeschnitten ist. Das ist immer meine Spezialität. Ich habe also seit vielen Jahren entwickle ich diese automatischen Handelssysteme für verschiedene Plattformen. Ganz viel für Ninja Trader, aber auch für andere Plattformen wie Thinkorswim oder TradeStation und andere Plattformen auch. Ja, fangen wir gleich mal an. Was versteht man eigentlich unter einem sogenannten Backtest? Und bevor ich auf diese Definition eingehe, noch ganz kurz der Hinweis: Voraussetzung, um diesem Webinar zu folgen, ist, dass Sie Ninja Trader eingerichtet haben. Dazu hatten wir Ende April ein eigenes Webinar, was aufgezeigt hat, wie man Ninja Trader an den CapTrader anbindet und wie man sich den Datenzugang auch einrichtet. Wie Christian schon erwähnt hatte, falls Sie das Webinar verpasst haben, kein Problem, es wurde aufgezeichnet und hier ist nochmal der Link,
zum YouTube-Channel von CapTrader, wo dieses Webinar auch hinterlegt ist. Okay, so, was ist eigentlich Backtesting? Eine ganz kurze Definition und kurz vorweg, dieses Webinar ist vielleicht ein bisschen anders als das vorherige. Wir werden ganz viel live zeigen und dafür weniger Folien haben. Ein bisschen Theorie ist aber notwendig und damit befasse ich mich jetzt am Anfang, danach dann aber viel Demos und Live-Backtesting mit NinjaTrader. Okay, so was ist Backtesting? Backtesting wendet man ausschließlich auf automatische Handelssysteme an. Ja, die sind dafür prädestiniert, weil sie komplett automatisch ausgeführt werden, ohne manuelles Eingreifen. Und da kann man praktisch Tools benutzen, wie zum Beispiel den NinjaTrader Backtester oder auf Deutsch NinjaTrader Handelssystemanalyse, um diese Simulation auf historischen Daten durchzuführen. Ja, das braucht man nicht mehr manuell machen, das ist ein Algorithmus für uns. Warum simuliert man Handelssysteme? Ganz einfach, man möchte rauskriegen, was man von ihnen erwarten kann für die Zukunft natürlich. Ja? Diese Erwartungshaltung wird aufgrund von hypothetischen Resultaten aus der Vergangenheit erzeugt. Und diese Resultate werden anhand von sogenannten Performance-Kennzahlen dargelegt. Beispiele dafür sind die Rentabilität, der Profit, der Drawdown, die Erfolgsquote, die Schwankungen in der Rendite und so weiter. Darauf gehen wir dann noch ein bisschen später in diesem Webinar ein. Die Handelssystemanalyse ist auch ein ganz wichtiger Baustein für die Optimierung von automatischen Handelssystemen. Ja, jedes Handelssystem kommt typischerweise mit einer Reihe von Parametern, ja, die unterschiedlich gesetzt werden können. Und je nachdem, wie diese Parameter gesetzt sind, ändert das dann die Performance des Handelssystems. Ja. Und es geht dann darum, eine möglichst optimale Menge von Parametern für sein Handelssystem rauszukriegen. Ja, das hängt natürlich auch von dem Symbol an, auf das man das Handelssystem anwendet und auch den Timeframe. Ja. Andere Ziele der Handelssystemanalyse ist das Testen von Handelsansätzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen neuen Indikator gekauft oder zum Beispiel was im Markt beobachtet, was profitabel erscheint. Wie kriegt man jetzt raus, ob das wirklich stimmt oder ob das nur eine Intuition ist, die nicht belegbar ist? Ja, relativ einfach. Man kann sich ein automatisches Handelssystem auf Ihre Intuition bauen und dieses dann testen. Ja, dann kriegt man diese Performance-Kennzahlen raus, die entweder belegen, dass Ihre Intuition richtig war oder leider auch ganz oft, dass sie nicht gestimmt hat, sondern oder vielleicht nur auf einen kurzen Zeitraum im Markt profitabel war. Ja, mit diesem Thema beschäftigen wir uns dann im nächsten Webinar, wo es dann darum geht, wie man sich seine eigenen Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip mit NinjaTrader bauen kann. Gut, bevor wir jetzt mit der Theorie weitermachen, würde ich Ihnen ganz gerne mal ein automatisches Handelssystem zeigen, das im NinjaTrader schon vorinstalliert ist. Ja? Das heißt die Moving Average Crossover Strategie. Und dazu öffne ich jetzt noch meinen NinjaTrader über das Kontrollzentrum. Und bevor wir auf diese Strategie eingehen, möchte ich Ihnen erklären, was der Grundgedanke dahinter ist. Dazu machen wir jetzt mal eine neue Chart auf. Ja, die öffnet sich und wir laden ein Symbol hinein. In dem Fall werde ich mal Microsoft nehmen. Ja, eine Aktie, Microsoft. Und jetzt belegen wir als Timeframe die Tageskurse. Ja, und wir laden die für die letzten 10 Jahre ein. Okay, so die Chart öffnet sich jetzt. Auf meinem anderen Bildschirm, das ziehe ich mal ganz kurz rüber, eine Sekunde. So, und hier sehen wir dann die Preise von Microsoft und die täglichen Preise. So, in der Moving Average Strategie geht es darum, Moving Average Crossovers, also praktisch die Kreuzungen verschiedener Moving Averages zu handeln. Und typischerweise hat man Moving Averages mit unterschiedlichen Perioden. Ja, man unterscheidet hier zwischen einem langsamen Moving Average, der eine größere Periode hat, das sich praktisch langsamer ändert, und einem schnellen Moving Average mit einer kleineren Periode. Und ich werde mal zwei solche Moving Averages auf die Chart legen. Rechtsklick, Indikatoren. Und hier wählen wir ein Simple Moving Average aus, ein SMA, der praktisch nur die Preise, die Durchschnitte der Preise bildet, ohne Gewichtung.
So, SMA, und das wird jetzt unser schneller Average sein. Wir geben Ihnen eine Periode von, sagen wir mal, 25. Das heißt, der Durchschnitt wird über 25 Bars gebildet. Und farblich werde ich diesen SMA als, ja, gelb und vielleicht etwas breiter darstellen, mit einer Breite von 2. Und dann angewendet sehen wir dann hier unseren schnellen Moving Average, der relativ schnell dem Preis folgt. Jetzt füge ich auch nochmal einen langsameren Moving Average ein. Wieder zu Indikatoren, runter zu SMA. Das ist unser, wieder ein Simple Moving Average. Aber hier nehmen wir die Periode von, sagen wir mal, 100. Ja. Und jetzt sehen wir hier, oh, ich werde die Farbe noch ganz kurz ändern, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So, nehmen wir die Farbe mal als grün. Eine Sekunde, damit wir hier unterscheiden können zwischen unserem anderen Moving Average und eine Breite von 2. Okay, ja, wie man sieht, ist dieser langsame Moving Average, der folgt dem Preis etwas langsamer. Ja, dass kleinere Schwankungen im Preis diesen Moving Average nicht sehr beeinflussen. Ja, ist etwas stabiler. Ja, so, wie funktioniert jetzt unsere Moving Average Strategie? Was so ein bisschen der Klassiker ist unter den automatischen Handelssystemen. So ein bisschen das Hallo Welt Beispiel, was man da gerne zu Rate zieht. Okay, gucken wir mal hier. Also hier guckt man auf diese Kreuzung dieser Moving Averages und man sagt, wenn der schnelle Moving Average, unsere gelbe Linie, über den langsameren Kreuz, wie zum Beispiel hier, kauft man, ja, und man verkauft im unterschiedlichen Fall, wenn der schnelle Moving Average unter den langsamen Kreuz. Ja, hier würde man wieder verkaufen und die Position umkehren. Ja, und dann wieder hier kaufen und so weiter. Ja, das funktioniert im Grunde sehr gut, wenn man größere Trends hat, wie zum Beispiel diesen Trend hier, den man sieht, man würde praktisch in der Position ab August bleiben für mehrere Jahre in diesem Fall, weil es eine Tageskarte ist, bis man dann schlussendlich seine Position im November letzten Jahres verkauft hätte. Ja, und sehr viel Gewinn mitgenommen hätte in diesem Fall. Der Moving Average Crossover funktioniert nicht sehr gut, wenn man sehr viel Zickzack-Bewegungen hat, wo man kaufen und verkaufen muss in eine hohe Frequenz. Okay, so, das sind die Indikatoren. Ich werde jetzt diese Indikatoren wieder von der Karte nehmen. Und dann werden wir die Strategie auf die Chart anwenden. So, die nehme ich wieder runter. Jetzt haben wir wieder eine blanke Karte. Und jetzt gehen wir über den Rechtsklick auf Strategien. Und diese Strategie ist vorinstalliert in jedem Ninja Trader. Und sie heißt Beispiel ME Crossover Strategie. Wählen wir aus. Und diese Strategie kommt mit zwei Strategieparametern hier oben. Ja. Das ist die Periode des schnellen Moving Averages. Ja. Das war unsere gelbe Linie. Da hatten wir 25 genommen. Und unsere langsame die Periode des langsamen MEs, ich glaube, da hatten wir 100 genommen. Ja, und dann klicken wir OK. Und wenn man einfach nur OK klickt, passiert erstmal überhaupt nichts, wie Sie sehen können. Ja, das ist ein typisches Ninja-Trader-Verhalten. Ja, weil wir haben etwas Entscheidendes vergessen. Wir haben unsere Strategie nicht aktiviert. Ja, das ist etwas, was sehr oft vorkommt, dass man diesen Haken vergisst. Also wieder zurück zu Strategien. Wir öffnen wieder die Parameter unserer ME-Crossover-Strategie und jetzt klicken wir auf diesen Haken aktiviert. Ja. Ganz wichtig, sonst passiert nämlich überhaupt nichts. Ja. So, jetzt ist unsere Strategie aktiviert und wie man sieht, sehen wir jetzt unsere beiden MEs wieder. Ja, den schnellen ME als gelbe Linie und den langsamen ME als grüne Linie. Und wir sehen auch Labels und Pfeile für den Kauf und den Verkauf unserer Position. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück. Ja, hier, oh, ja, hier sieht man, wenn der ME, der schnelle ME über den langsamen Kreuz, wie zum Beispiel hier, wird der Kauf der Aktie ausgeführt. Ja? Oder umgekehrt, wenn der ME unter die unter den langsamen ME-Kreuz wird der Verkauf getan und die Position umgekehrt. Ja? Also unsere eigentliche Position von 100 Aktien hier wird geschlossen und dann gehen wir short, ja, mit 100 Aktien. So geht es dann immer weiter voran, bis mit jeder Kreuzung praktisch wird die Position umgekehrt. Ja, wie man sieht, kann man hier relativ gute Gewinne erzielen, wenn man einen Trend erwischt. Ja? Wie zum Beispiel hier haben wir den Verkauf
an dieser Aktie und der Verkauf erst ganz spät, bis die Kreuzung des schnellen MEs unter den langsamen ME passiert. Okay, so, soweit zur Strategie selbst und zur Funktionsweise dieser Strategie. Leider haben wir aber jetzt noch nicht gesehen, wie die Performance dieser Strategie eigentlich ist. Ja, um das rauszukriegen, kann man mit einem Rechtsklick auf der Chart zur Strategie-Performance-Option gehen. Man wählt die Strategie aus, die jetzt gerade angewendet ist, diese Beispiel MA-Crossover, und geht auf Historisch. Ja. Und in einem neuen Fenster wird dann angezeigt, welche Kennzahlen diese Strategie angewendet auf unsere historischen Daten erbracht hat. Ja. So, hier haben wir jetzt diesen Überblick. Man sieht zum Beispiel, dass der Nettogewinn, das jetzt ohne Kommission, also die Tradekosten sind hier noch nicht eingerechnet, ist 1.597 Dollar. Wo man aber auch sieht, dass unsere Long Trades wesentlich mehr erbracht haben als unsere Short Trades. Ja. Was Sinn macht, weil die letzten 10 Jahre waren Aktienjahre, wo Aktien primär gestiegen sind. Ja, und es macht Sinn, dass unsere Long Trades erfolgreicher waren als unsere Short Trades. Okay, so das ist eine Option, die Performance der Strategie rauszukriegen. Und ich gehe dann später auch nochmal auf diese ganzen Kennzahlen ein, was die überhaupt bedeuten. Ja, so, das ist unsere Strategie. Als nächstes würde ich gerne mal etwas verändern in dieser Strategie. Ja. So, wir gehen wieder zurück zu unseren Strategien. Öffnen unser Beispiel MA Crossover und jetzt können wir mal testen, wie würde unsere Strategie performen, wenn wir jetzt diese Parameter, diese Perioden des schnellen und des langsamen MEs verändern. Ja, als erstes müssen wir unsere Strategie erstmal deaktivieren und anwenden. Jetzt können wir praktisch die Parameter editieren und jetzt ändern wir mal unseren Fast ME auf, fangen wir mal 50 um und unseren langsamen ME auf 200 und wenden unsere Strategie wieder auf die Chart an. Ja. Und wir gehen wieder auf unsere Performance und gucken jetzt, wie hätte unsere Strategie performt. Ja, man sieht jetzt, dass unsere Kennzahlen sehr ähnlich, zumindest vom Gewinn her, zu den vergangenen Kennzahlen ist. Ja, wieder Long Trades sehr wesentlich erfolgreicher als die Short Trades. Nehmen wir nochmal einen Versuch. Wieder zurück zu unseren Strategien. Jetzt ändern wir mal unsere Periode zu etwas kleinerem. Sagen wir mal, die schnelle Periode ist der 10er ME und die langsamere der 20er. Wenn man jetzt sieht, werden jetzt wesentlich mehr Trades gemacht. Und ich habe meine Strategie nicht aktiviert. Wieder zurück. Aktiviert und auf die Chart angewendet. Ja, wie man sieht, wesentlich mehr Positionen bei unserem ME ist wesentlich mehr schwanken und daher auch wesentlich öfter kreuzen. Ja. Und jetzt wieder zur Performance. Und hier sehen wir jetzt, dass es in diesem Fall unsere Strategie historisch gesehen zumindest schlechter performt hätte als mit den anderen Settings, die wir zuvor hatten. Ja, mit einem Verlust vor Steuern, praktisch vor Kommission von 968 Dollar. Okay, so, das ist eine Art, seine Strategie zu testen, ist aber etwas mühselig, weil man immer wieder zu diesem Strategie-Dialog navigieren muss und die Parameter eigenhändig ändern, um die Strategie eigenhändig deaktivieren und wieder aktivieren. Ja, etwas mühselig. Das Ganze geht wesentlich einfacher, wenn man ein anderes Tool im NinjaTrader verwendet. Das ist die sogenannte Handelssystemanalyse. Ja, diese öffnet man über das Kontrollzentrum. Neu, Handelssystemanalyse. Und wie Sie gleich sehen werden, lassen sich damit die Strategien wesentlich einfacher und schneller testen. Ja. So, wie funktioniert das? Als erstes wählen wir unsere Strategie im allgemeinen Bereich unter den Einstellungen aus, unter Strategie. Ja, wieder die Beispiel ME Crossover Strategie. Hier können wir jetzt wieder unsere Perioden festlegen, sagen wir 50 und vielleicht 150 in diesem Fall. Wir wählen das Symbol aus, auf das die Strategie angewendet werden soll. Ja, nehmen wir hier wieder Microsoft. Wir wählen den Timeframe aus, den Tagestimeframe und den Testzeitraum. Sagen wir von 2009 bis heute, bis 2019. Handelszeiten sind
können auch eingeführt werden, wenn man festlegen möchte, für Intraday-Chart zumindest, von wann bis wann die Aktie eigentlich im Handel ist, auf Tagessicht gesehen. Und man kann auch eine ganze Reihe anderer Sachen einstellen, auf die ich vielleicht etwas später eingehen werde. Jetzt führen wir den Test aus und ausführen. Und nach einem kurzen Zeitraum kriegt man dann seine Resultate angezeigt. Ja, wie man sehen kann, hier ist, wenn man jetzt Microsoft auf 10 Jahre angewendet hätte, mit diesen Parametereinstellungen, hätten wir einen Verlust, einen Nettoverlust von $4.500 eingefahren. Ja. Okay. Und man sieht auch wieder, dass die Long Trades erfolgreicher waren als die Short Trades. Und wenn man jetzt seine Parameter ändern möchte, könnte man zum Beispiel ja ganz einfach hier oben unter den Strategieparameter andere Parameter einstellen und dann relativ zügig auf Ausführen drücken und man kriegt dann relativ schnell seine neuen Resultate angezeigt. Ja. Und das geht wesentlich schneller als diese Analyse über die Chart durchzuführen. Okay. So, als nächstes möchte ich jetzt auf die Kennzahlen eingehen, mit denen man die Performance in der Strategie bewerten kann. Die Klassiker unter diesen Kennzahlen ist der Profit. Ja, die meisten gucken natürlich, wie ich eben jetzt auch, auf den Profit der Strategie. Hat diese Strategie Geld verdient oder hat sie verloren über den Zeitraum hinweg? Und wie groß war mein Drawdown? Ja, und der Drawdown ist definiert als der größte Rückgang vom Höchstwert der vorherigen Equity. Dazu nachher gleich mein Beispiel, wie dieser Drawdown berechnet ist. Zurück zu unseren Kennzahlen hier. Der Profit ist diese gesamte Nettogewinn hier. Hier wäre der Profit minus 1.011 $11. Ja. Und der Drawdown ist $6.000 hier. Und wenn wir jetzt sagen, unsere Strategie abändern, sagen wir mal auf 50 und 200. Ich glaube, diese Werte waren profitabler. Ja, würden wir jetzt sehen, hier wäre der Nettogewinn $4.059 und der Drawdown $1.500. Ja, wie kann man das sehen? Wie kann man diesen Drawdown bewerten? Dazu kann man unter Anzeige auf Analyse gehen. Und hier sehen wir dann praktisch die Entwicklung unserer Equity-Kurve. Und jetzt, um den Drawdown rauszukriegen, muss man sich gucken, okay, wie hoch war unsere Equity zu einem Zeitpunkt, der Höchststand, wie zum Beispiel hier, und wie tief runter sind wir danach gegangen, ja, ohne einen neuen Höchststand zu kreieren. So, von hier, hier hatten wir einen Höchststand von $415. Ja, und unser Tiefstand seit diesem Höchststand ist dieser Wert hier unten, was ein Minus von $215 wäre. Die Differenz von diesen beiden wäre dieser Drawdown. Ja, also in diesem Fall ungefähr $600. Ist aber nicht der maximale Drawdown. Der maximale Drawdown für diesen Zeitraum wäre von diesem Höchststand hier, $829, bis zu diesem Tiefstand hier, das wären $677, also ungefähr 1.400, wenn man jetzt beides aufsummiert. Ja, wenn wir jetzt auf Zusammenfassung gehen, sehen wir auch $1.500, also was ich eben gesagt habe, als maximaler Drawdown. Ja. Wichtig ist jedoch, dass der Nettogewinn wie auch der Drawdown komplett abhängig ist von seiner Positionsgröße. Ja. In diesem Falle hatten wir, wie viele Aktien haben wir gehandelt? Wir hatten eine Aktie pro Handel gehandelt. Jetzt führe ich das nochmal aus. Ja. Oh, wir hatten 100 Aktien gehandelt. Ja, und hier 101 gibt als Standard Größe unserer Trades, kriegt man genau diese Werte raus, die wir gerade diskutiert haben. Hätten wir jetzt aber 1.000 Aktien gehandelt, ja, werden Sie gleich sehen, dass der Profit sich verzehnfacht, aber auch der Drawdown. Ja. Also beide Werte sind komplett abhängig von der Stückzahl unserer Trades. Ja. In diesem Fall hätten wir jetzt $40.000 Gewinn gemacht, hypothetisch gesehen, aber auch $15.000 Drawdown. Ja. Deswegen, wenn man sich diese Performance-Kennzahlen, ja, Profit und Max Drawdown anguckt, muss man auch immer in Erwägung ziehen, wie groß war eigentlich auch unsere Positionsgröße. Ja. Ohne das zu wissen, sagen diese Zahlen eigentlich nicht sehr viel aus, ja, und sind daher auch nicht universell, weil sie praktisch von der Positionsgröße jeweils abhängig sind.
Ja? Eine andere Kennzahl, die gerne oder oft genommen wird, ist der Prozent profitabel. Praktisch, wie hoch war unsere Gewinnrate? Das heißt, wie viele Gewinner-Trades hatten wir im Vergleich zur Gesamtanzahl unserer Trades? Auch die ist in der Liste der Kennzahlen hier von NinjaTrader aufgeführt unter Prozent profitabel, ja, diese Zeile hier. Und hier sieht man, dass wir nur 37% Gewinner hatten, ja, trotzdem aber profitabel waren, also zumindest theoretisch gesehen. Warum oder wie kommt das zustande? Ja, eine Frage in die Runde. Ganz einfach, in diesem Fall waren unsere Gewinner-Trades größere Gewinner als unsere Verlierer-Trades. Ja, das kann man hier auch sehen, wenn man sich die Größe der Gewinner-Trades anguckt. Ja, unser Durchschnittsgewinn-Trade war 13.000 Dollar, während unser durchschnittlicher Verlust-Trade nur 3.900 Dollar ist. Ja. Und so kann es halt zustande kommen, dass selbst mit einer Gewinnrate unter 50% man durchaus profitabel sein kann. Ja. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn man jetzt eine Gewinnrate, sagen wir, von 90% hat, ja, dass es dann aber nicht heißt, dass unsere Strategie an sich profitabel ist oder rentabel ist. Wie kann das zustande kommen? Auch wieder ganz einfach. In diesem Fall wären unsere Gewinner sehr viel kleiner als unsere Verlierer. Ja? Wenn wir praktisch pro Gewinner nur 10 Dollar verdienen würden, pro Verlierer 200 Dollar verlieren, ja, dann selbst mit einer Gewinnrate von 90% hätten wir eine Strategie, die nicht rentabel ist, ja? Weil dann praktisch unsere Verlierer unsere gesamten vorherigen Gewinner ausradieren würde. Ja? So. Deswegen habe ich hier geschrieben, ja, die Gewinnrate an sich sagt auch nichts über die Rentabilität der Strategie aus. Ja, muss man vorsichtig sein. Ja, dass man diese Werte auch richtig einordnet. Zwei weitere Kennzahlen, die universeller sind als die wir bis jetzt gesehen haben, sind der Profitfaktor und der durchschnittliche Trade. Also was ist der Profitfaktor? Der Profitfaktor ist definiert als die Summe aller Bruttoprofite dividiert durch die Summe aller Bruttoverluste. Was heißt das? Die Summe aller Gewinner-Trades, in unserem Fall hier war 80.100 Dollar. Die Summe aller Verlierer-Trades war 39.000 Dollar. Ja, wenn wir jetzt 80.000 durch 39.000 dividieren, kriegen wir unseren Profitfaktor. In dem Fall etwas größer als 2. Ja, sieht man hier auch 2,03, unser Profitfaktor in diesem Fall. Das Schöne über den Profitfaktor ist, dass dieser sich nicht verändert, wenn wir unsere Positionsgröße verändern. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier unsere Standardanzahl der Aktien von 1.000 auf 100 pro Trade ändere, diesen Backtest dann wieder ausführe, sehen wir, dass unser Nettogewinn und unser Drawdown sich geändert haben, der Profitfaktor jedoch gleich geblieben ist. Ja? Der bleibt bei 2,03. Das heißt, der Profitfaktor ist nicht abhängig von der Positionsgröße und daher universell ein universelles Kriterium, um die Performance einer Strategie einzuordnen. Ein anderes wichtiges Kriterium ist die Größe des durchschnittlichen Trades. Ja? Das ist praktisch der durchschnittliche Gewinn dividiert durch den durchschnittlichen Verlust pro Trade. In diesem Fall ist unser durchschnittlicher Trade, ja, sieht man hier, 253 Dollar. Das heißt, dass im Durchschnitt verdienen wir pro Trade 253 Dollar mit dieser Strategie. Ja, diese Strategie sagt etwas über die Rentabilität der Strategie aus. Also diese Kennzahl sagt etwas über die Rentabilität aus, weil wenn dieser Wert negativ wäre, würden wir praktisch pro Trade Geld verlieren im Durchschnitt. In diesem Fall ist sie positiv und sie sagt aus, dass wir jetzt mit unserer Positionsgröße im Durchschnitt 253 Dollar verdienen. Gut, jetzt noch zu ein paar anderen Kennzahlen, die gerne genommen werden, um Strategien oder Handelssysteme oder auch Portfolios zu bewerten. Das sind die sogenannten periodischen Kennzahlen, ja, die hier gerne genommen werden. Warum periodisch? Weil diese Kennzahlen gucken sich die Performance oder die Rendite pro Monat an. Ja? Und wichtig ist es hier, dass man wirklich jeden Monat Trades zu verzeichnen hat, dass man auch eine lange, eine Historie hat von verschiedenen oder von mehreren Monaten,
damit diese Kennzahlen Sinn machen. Ja? Weil man, wenn es nur einen Monat hat, sagen diese Zahlen nicht wirklich aus. Man braucht wirklich eine längere Historie von seiner Rendite pro Monat, um diesen Kennzahlen, um diese Kennzahlen wirklich nutzen zu können, um seine Strategie einzuordnen. Ja, die erste Kennzahl hier ist dieses Sharpe Ratio oder Sharpe Quotient. Und dieser bemisst die sogenannte Überrendite im Vergleich zur risikolosen Anlage. Was heißt hier risikolose Anlage? Stellen Sie sich vor, Sie anstelle jetzt Ihr 10.000 Dollar Kapital in den Aktienmarkt zu investieren, Sie würden es auf das Sparbuch legen. Beim Sparbuch würden Sie vielleicht 0,02% Zinsen kriegen. Dieses 0,02% Zinsen wäre unsere risikolose Anlage in diesem Fall. Ja, und dieses Sharpe Ratio bemisst, wie hat unsere Strategie die risikolose Anlage outperformed oder underperformed. Ja? Also übertroffen oder untertroffen. Und dieser Wert wird dann noch gewichtet relativ zum eingegangenen Risiko. In diesem Fall ist das Risiko definiert durch über die Volatilität, also der Schwankung der Renditen im Monatsvergleich. Ja? Wenn Sie praktisch einen Monat sehr viel Geld verdient haben, im nächsten Monat aber sehr viel verloren, dann im dritten Monat wieder etwas mehr und dann wieder verloren, praktisch, dass die Renditen sehr schwanken auf Monatssicht gesehen, heißt es, dass die Strategie sehr risikobehaftet ist. Ja? Was sich dann negativ auf dieses sogenannte Sharpe Ratio auswertet. Ja? Das heißt, Strategien, die konsistent Monat für Monat kleinere Dinge, kleinere Renditen verdienen, werden höher bewertet als Strategien, die zum Beispiel sehr viel verdienen, dann wieder sehr viel verlieren und so weiter, die sehr schwanken in ihrer Rendite. Ja? So, das ist das Sharpe Ratio. Das Sortino Ratio ist sehr ähnlich dem Sharpe Ratio. Hier wird aber das Risiko ausschließlich über die negative Volatilität definiert. Praktisch, das Sharpe Ratio würde bestrafen, wenn wir jetzt an einem Monat wenig verdient hätten, aber trotzdem verdient hätten, im nächsten Monat dann sehr viel und danach vielleicht noch mehr verdient hätten. Das ist positive Volatilität. Die im Sharpe Ratio als, ja, als Risiko eingestuft wird, im Sortino Ratio aber nicht. Ja, im Sortino Ratio werden nur diese negativen Schwankungen in der Rendite auf Monatssicht als negativ bewertet. Welche Werte gelten hier als gut? Wenn man ein Sharpe Ratio von 1 hat, bedeutet das im Allgemeinen, dass die Strategie gut performt. Ein Wert von 2 ist, es ist schon sehr gut. Ein Wert von 3 wird hier als exzellent eingestuft. Ja, eine dritte periodische Kennzahl ist der Alzer-Index, Alzer hier als englischer Begriff für Magengeschwür. Und das heißt praktisch, wie wahrscheinlich ist es, dass mir meine Strategie ein Magengeschwür bereiten wird? Wie viele Schmerzen würde mir meine Strategie zufügen? Und hier ist der Schmerz, also dieses Magengeschwür-Index definiert als die Länge und die Dauer des Drawdowns. Ja? Wenn meine Strategie praktisch monatelang im Negativen war, können Sie sich vorstellen, dass diese Strategie Ihnen relativ viele Schmerzen zubereiten würde. Ja? Und in dem Fall würde dieser Alze-Index relativ hoch sein. Ja? Hier geht es, je kleiner dieser Alze-Index ist, desto besser ist Ihre Strategie. Ja? Das heißt, desto weniger Drawdown oder desto weniger längere Drawdowns hatten wir gehabt. Ja? Und hier gilt ein Wert unter 5%, also unter 0,05 als gut. Ja? So, jetzt noch zwei weitere Volatilitätskennzahlen. Das erste ist das R-Quadrat. Diese Kennzahl zeigt an, wie uniform unsere Equity oder unsere Renditekurve ist. Ein kleines Beispiel dazu. Gehen wir mal hier zu R-Quadrat. Ein Wert von 0,29 gibt an, also 29% gibt an, dass unsere Equity-Kurve relativ durcheinander war. Das können wir auch gleich rauskriegen, indem wir hier auf Analyse gehen. Ja, und wie Sie sehen hier, geht es einmal hoch, wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja? Das ist nicht sehr uniform nach oben. Es geht hoch, runter, hoch, runter. Ja? Bis zumindest 2017. Daher ein relativ kleiner R-Quadrat-Wert. Würden wir jetzt uns aber nur unsere
Short Trades angucken, ja, die sehr unrentabel waren, sieht man hier, dass unsere Kurve sehr schön uniform, also schön in Anführungsstrichen, nach unten geht. Ja, und wenn wir uns das R-Quadrat für unsere Short Trades angucken, ja, sehen wir einen Wert von 99%. Ja. Das anzeigt, dass unsere Kurve sehr gleichmäßig, in diesem Fall leider nach unten gegangen ist. Ja. Und unsere letzte Kennzahl für heute ist die Wahrscheinlichkeit. Wieder ein Prozentwert, der angibt, wie wahrscheinlich ist es, dass unser Trade ja, dass innerhalb, also in der Nähe des Average Trades ist. Ja. Das ist eine Kennzahl für die Uniformität der Trades. Ja. Wenn zum Beispiel Trades hätten, die einmal $3.000 verdienen, dann $5, dann vielleicht $5.000 verlieren, dann $10.000 verlieren. Ja. Man sieht, dass die Tradegrößen von Gewinner und Verlierer sehr unterschiedlich sind. Und man hätte da eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass man einen Trade trifft, der jetzt genau auf diesen Average Trade, in diesem Fall von $253 trifft. Gut, soviel zu den Kennzahlen. Diese Volatilitätskennzahlen im Allgemeinen zeigen nicht an, dass unsere Strategie rentabel oder profitabel ist. Sie zeigen lediglich an, wie uniform unsere Trades sind. Ja, das kann natürlich auch uniform nach unten sein, also negativ sein. Okay, so, wie sollte man das Backtesting und die Resultate des Backtesting einordnen? Und jetzt habe ich mal diesen Klassiker herausgebracht. Eine in der Vergangenheit hypothetisch erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Ja, das trifft natürlich auch hier zu. Ein Backtest ist immer auf historische Daten angewendet. Eine profitable Strategie in der Vergangenheit heißt aber nicht, dass sie auch in der Zukunft profitabel ist. Ganz einfach, weil Märkte sich nicht gleich wiederholen. Ja, Märkte sind anders in der Zukunft als in der Vergangenheit. Daher gibt es keine Garantie dafür, dass sich die Performance der Strategie so ähnlich widerspiegeln wird in der Zukunft. Auch beim Backtesting sind die Einstiege und Ausstiege der Trades nur geschätzt. Ja. Man weiß nicht, ob man wirklich einen Fill gekriegt hätte in der Vergangenheit zu dem Preis, wie der Backtest diesen Fill beschrieben hat. Ja. Und es gibt auch Unterschiede in den Preisen, die man jetzt für seine Aktien-Trades oder seine Futures-Trades gekriegt hätte. Am Backtesting gibt es auch noch diese Gefahr der Überoptimierung. Ja. Das trifft speziell auf Strategien zu, die sehr viele Parameter haben. Ja, wo man sehr viele verschiedene Kombinationen dieser Parameter ausprobieren kann. Und diese Optimierung kann automatisch durchgeführt werden. Und der Optimierer würde einem dann zeigen, okay, welche Kombination hätte zur besten Performance geführt? Und in diesem Fall wäre die beste Performance definiert, indem man die schlechten Trades umshift hätte, praktisch nicht eingegangen ist, aber dafür nur die guten Trades gemacht hätte. Ja, das ist das sogenannte Curve-Fitting, wo man gezielt die schlechten Trades ausfiltert. Und dann nur die guten Trades zulässt. Bei vielen Parametern ist es möglich, eine Kombination zu finden, dass genau das stattfindet. Ja, das ist eine sogenannte Überoptimierung, ja, die es sehr unwahrscheinlich macht, dass das Gleiche in der Zukunft auch wieder zutreffen wird. Dass man wieder die schlechten Trades genau ausfiltert, aber nur die guten zulässt. Ja. Und letztendlich muss man feststellen, dass ein Backtest wirklich nur so genau ist, wie die historischen Daten, auf die der Backtest ausgeführt wird. Hat man ungenaue historische Daten, sind auch die Backtest-Resultate ungenau. Okay, so, als nächstes Thema würde ich mich gerne mit der Strategieoptimierung befassen. Das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Unter Strategieoptimierung versteht man das Finden von optimalen Werten für seine Strategieparameter. Ja, wir hatten schon ein bisschen manuelle Optimierung betrieben, indem wir mit den Perioden für den schnellen und den langsamen Moving Average rumgespielt haben, um zu sehen, wie sich diese unterschiedlichen Werte auf unsere Performance auswirkt. Sehr zeitaufwendig, wenn man das manuell machen muss. Besser ist es natürlich, wenn man hierfür ein Tool verwenden kann. NinjaTrader oder die NinjaTrader Handelssystemanalyse hat einen automatischen Optimierer integriert und ich zeige Ihnen jetzt, wie man diesen automatischen Optimierer nutzen kann. Also wieder zurück zu unserer Handelssystemanalyse, ja, unser Beispiel MA Crossover und in diesem Fall nehmen wir als Backtest-Typ die Optimierung. Ja.
So, in dieser Optimierung gibt man jetzt an, wie verschiedene Kombinationen unserer Parameter durchgespielt werden sollen. Ja, in diesem Fall haben wir nur zwei Parameter, die Periode für den schnellen ME und die Periode für den langsamen ME. Jetzt kann man hier angeben, ja, welche Kombinationen von diesen Parametern sollen durchgespielt werden. Für den schnellen ME können wir vielleicht sagen, wir wollen mal von Testen von 10 bis 50, ja, jeweils in einer Schritten, das ist diese 1, die hier angibt, wollen wir alle Kombinationen durchtesten. Und für den langsamen ME testen wir mal 50 bis, sagen wir, 200, in dem Fall in Fünfer-Schritten, ja, also 50, 55, 60, 65. Wir testen wirklich alle Kombinationen durch. Wenn man jetzt aufs Ausführen gibt, wird der Optimierer alle Kombinationen dieser Parameter durchtesten. Ja, in diesem Falle 451 verschiedene Kombinationen. Und man kriegt dann eine Analyse aufgezeigt, welche dieser Kombinationen am besten performt hätte. Ja, das sieht man dann hier oben. Hier würde man sehen, dass für Microsoft, ja, eine Kombination von 30, 80, also eine Periode von 30 für den schnellen ME und eine Periode von 80 für den langsamen ME zur besten Performance geführt hätte, ja, mit einem Profitfaktor von 2,92 und einem Nettogewinn von 7.344. Ja. So kann man praktisch optimieren, verschiedene Kombinationen, seine Parameter durchspielen, ohne das manuell machen zu müssen. Wenn man sehr viele Parameter hat oder sehr große ja, Bereiche von Parametern durchtesten möchte, zum Beispiel wenn man von 10 bis 5.000 und von 50 bis 10.000, gibt es hier sehr viele Parameter zum Testen. Und es ist nicht praktisch, alle Kombinationen testen zu lassen, weil es einfach zu viele sind und es zu lange dauern würde. In dem Fall, Sie sehen hier, hat man 99.000, 9 Millionen verschiedene Kombinationen und diese Optimierung würde ja, Tage dauern, um es zu Ende zu bringen oder sehr lange dauern. In dem Fall gibt es im NinjaTrader selbst, das zeige ich in einem späteren Webinar, die sogenannte genetische Optimierung. Das ist anders als die Brute Force-Optimierung, die wir bis jetzt gesehen haben, wo wirklich alle Kombinationen durchgetestet werden. Die genetische Optimierung ist eine zielgerichtete Optimierung. Wie funktioniert die? Man fängt mit einem Startwert an und findet dann einen dieser Werte in eine gegebene Richtung. Sollte diese Richtung sich als positiv erweisen, das heißt, dass unsere Performance gestiegen ist, verfolgt man diese Richtung weiter, ja, bis man praktisch einen Gegentrend erkennt und dann ändert man diesen Wert wieder andersrum ab. Ja, das ist die sogenannte zielgerichtete Optimierung. Ja, dass man wirklich nicht alle Kombinationen durchtestet, sondern dass man guckt, wie entwickelt sich unsere Profitabilität, wie entwickeln sich unsere Kennzahlen und ja, verfolgt dann diese Richtung weiter. Ja, das heißt dann auch, dass nicht alle Kombinationen durchgetestet werden müssen. Ja, diese genetische Optimierung ist auch möglich im NinjaTrader. So, zum nächsten Thema, die Portfolioanalyse. Ja, oft ist es ja so, dass Sie nicht nur ein Handelssystem haben, sondern oftmals haben Sie verschiedene Handelssysteme, dass Sie gerne handeln möchten. Oder Sie haben ein einziges Handelssystem, möchten dieses Handelssystem auf verschiedene Symbole gleichzeitig anwenden. Ja. Und das ist natürlich spannend herauszukriegen, wie würde mein Portfolio an Handelssystemen angewendet auf verschiedene Symbole und verschiedene Timeframes, wie würde dieses Portfolio als Ganzes ja, performen? Wie sind diese Kennzahlen für dieses Portfolio? Ja, so in NinjaTrader gibt es dafür eine Option. Ja, man kann, ich gehe wieder zurück zum normalen Backtesting und in NinjaTrader gibt es die Option, eine Strategie auf verschiedene Symbole gleichzeitig anwenden zu können. Ja. Anstelle jetzt hier beim Instrument ein einziges Instrument auszuwählen, ja, kann man hier raufgehen, man kann sich eine Gruppe von Instrumenten auswählen. Sagen wir mal hier die Dow 30, also die 30 größten Aktien im Dow Jones. Ja, ich wähle die aus, alle auswählen. Und jetzt teste ich, jetzt würde ich diese Strategie praktisch, ich werde noch diesen Zeitraum etwas verkleinern, damit es nicht zu lange dauert. Jetzt würde ich die Strategie praktisch auf alle Aktien im Dow 30 in dieser Gruppe anwenden. Wie Sie sehen, hier wird jetzt dieser Backtest durchgeführt. Das dauert natürlich etwas länger, weil
wesentlich mehr Symbole durchgetestet werden. Und sobald dieser Backtest dann fertig ist, kriegt man eine Analyse, wie sind diese Resultate ausgefallen, einzeln gesehen, aber auch kombiniert. Jetzt warten wir hier ganz kurz, bis das fertig ist. Ja, das letzte Symbol dauert etwas länger. Na komm, okay, jetzt kriegt man hier seine Resultate. Für jedes Symbol einzeln aufgezeigt in dieser DAO-30-Liste, ja, Apple, EXP, BA und so weiter. Mit dem Profitfaktor, ja, Performance ist hier der Profitfaktor und dem Nettogewinn und so weiter. Und dann kann man sich für jedes Symbol einzeln angucken, wie sind hier meine Kennzahlen, wie ist das Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio, Profitabilität und so weiter. Ja. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man hier runter scrollt, die kombinierten Ergebnisse sich anzeigen zu lassen. Ja. Wie hätte mein Portfolio jetzt kombiniert performt? Und hier würde man sehen, dass man, wenn man jetzt diese Strategie genommen hätte, relativ viel Geld, historisch gesehen zumindest, verloren hätte. Ja, als Kombination. Was nicht möglich ist in der NinjaTrader Handelssystemanalyse, ist das Testen von mehreren Strategien gleichzeitig. Ja, oder auch das gleichzeitige Testen von einer Strategie angewendet auf verschiedene Timeframes. Ja. Das ist nur bedingt möglich. Und die einzige Möglichkeit hier ist, eine Portfolioanalyse anzeigen zu lassen, ist, indem man das wirklich einzeln durchspielt, sich die Werte notiert, die Performance-Kennzahlen einzeln notiert und sie dann zusammenfügt, später manuell, um eine Portfolio-Performance herauszukriegen. Ja. So ein NinjaTrader lässt sich sowas relativ schwer machen. Glücklicherweise gibt es da aber Tools, die uns helfen können. Ja. Und eines solcher Tools ist ein Tool, das heißt Trustfolio, was sich auf die Portfolio-Analyse spezialisiert. Das würde ich Ihnen jetzt gerne ganz kurz vorstellen. So, jetzt öffne ich mal dieses Tool. Also das ist das Tool. Und dieses Tool arbeitet sehr gut mit dem NinjaTrader zusammen. Ja, so, jetzt füge ich mal ganz kurz unsere NinjaTrader-Testergebnisse in dieses Tool ein. Eine Sekunde. So, ich habe die schon mal vorher gespeichert. Ja. Also das sind Exportdateien aus dem NinjaTrader, die die einzelnen Testergebnisse seines der Symbole in seinem Portfolio als CSV-Datei speichern. Diese kann man jetzt hier reinziehen in unser Tool. Ja, und man sieht sofort in diesem Trustfolio-Tool, wie ist die kombinierte Performance und wie sind die kombinierten Kennzahlen unseres Portfolios, ja, in diesem Fall unseres Aktienportfolios. Hier, das sind alles Aktien, die angewendet sind. Jetzt kann man natürlich auch hinzufügen, wie wäre unsere Performance, wenn wir jetzt zu diesem Portfolio auch noch unsere Future Trades hinzufügen? Ja, stellen Sie sich vor, wir hätten unsere Strategie, unsere ME-Crossover-Strategie auf verschiedene Future-Symbole angewendet. Ja, die kann ich jetzt auch hier in unser Tool, in das Trustfolio-Tool reinziehen. Ja, werden hinzugefügt und jetzt hat man eine kombinierte Sicht, wie hätten jetzt meine Aktien-Trade zusammen mit meinen Futures-Trade zusammen performt. In diesem Fall hätte man einen Gewinn von $28.000 erwartet. Das ist etwas anders als die Zahl, die Sie im Ninja gesehen haben, weil unser Testzeitraum für diese Dateien hier von 2009 bis 2019 ist. Ja, eine andere interessante Statistik in diesem Tool ist, dass man sich verschiedene Unterportfolios anlegen kann. Ich lege mal ein weiteres an, benenne das kurz um. Das könnte jetzt unser Aktienportfolio sein. Und hier würde man nur unsere Aktien reinziehen. Ja, und man hätte dann eine getrennte Sicht. Wie hätten jetzt unsere Aktien alleine auf sich gesehen performt? Ja. Sieht man jetzt hier, hätten wir einen Gewinn von 23.000 zum Beispiel verbucht. Du schiebst es vielleicht ein bisschen hoch, die Kennzahlen, weil man sieht nur die Trades und so weiter. Ja, okay, super, mache ich. Ja, und das benenne ich jetzt auch mal um, das wäre jetzt unser Futures-Portfolio. Ja, und hier würden wir jetzt unsere Future-Tests reinziehen. Und man würde sehen, okay, wenn ich jetzt hier anklicke, wie wäre die Performance unseres Future-Portfolios gesehen. Viel höher kann ich das hier nicht ziehen. Man sieht, Gar nicht, ich meine die Kennzahlen unten rechts, dieser Schieber.
genau. Siehst du das oben? Du hast nämlich hier die Performance-Zahlen, hast du nicht, die Drawdown und so weiter, sieht man nicht. Oh, alles klar, ja. Genau. So zum Beispiel. Ja, und für jedes Portfolio, das man sich angelegt hat, kann man sich die Kennzahlen für dieses Portfolio angucken. Wie zum Beispiel der Nettogewinn, der Profitfaktor, der Drawdown in Prozent und im Dollarwert und so weiter. Ja. Man kann sich auch die Equity-Kurve anzeigen lassen. In dem Fall natürlich sehr nicht uniform, ja, sehr durcheinander, hoch, runter, hoch, runter, was wahrscheinlich einen sehr schlechten R-Quadrat-Wert hier hätte. Ja. Und also kann man sich relativ schnell angucken, wie hätte mein Portfolio performt. Man kann mit dem Portfolio sehr einfach experimentieren. Zum Beispiel wäre es sehr einfach, sich Werte hier einfach rauszuziehen aus diesem Portfolio. Ja, und die Equity-Kurve und die Kennzahlen ändern sich oder aktualisieren sich dementsprechend. Ja. Andere Sachen, die man sich angucken kann, sind zum Beispiel die auf Jahressicht, wie wäre meine Performance gewesen für jedes Jahr einzeln. Hier würde man sehen, dass man in 2016 ein sehr gutes Jahr gehabt hätte, im Jahr 2018 ein richtig schlechtes Jahr. Man kann sich angucken, wie wäre meine Performance auf die einzelnen Monate hin. Man würde hier auch sehen, dass man einen sehr, sehr guten Monat hätte im Oktober 2016 und die anderen Monate eher schlecht mit dieser Strategie. Ist nicht sehr überraschend, weil es ist wirklich die Hello World-Strategie, ja, die nicht profitabel ist, aber sehr einfach zu verstehen ist. Andere Sachen, die man sich angucken kann, wäre zum Beispiel meine Performance und die Performance des Portfolios auf Wochentage sich gesehen. Und man würde hier sehen, interessanterweise, am Freitag ist unser Portfolio relativ profitabel, ja, am Donnerstag hingegen relativ schlecht, ja, also Trades am Donnerstag funktionieren nicht so gut wie die Trades am Freitag. Und das Ganze kann man sich auch auf Stundensicht angucken. In dem Fall haben wir unsere Strategie auf die Tage, auf Daily Charts angewendet, wo der Markt praktisch nur um 16 Uhr deutsche Zeit oder um 13 Uhr deutsche Zeit aufgemacht hat. Deswegen haben wir auch nur 2 Stunden verbucht. Ja. Hätten wir jetzt eine Strategie gehabt, die auf Intrabar-Daten gehandelt hätte, hätte man einen größeren Überblick gehabt, zu welchen Uhrzeiten die Strategie besser funktioniert hätte und zu welcher nicht. Ja. Okay, so viel zur Portfolio-Analyse. Das letzte Thema, das ich Ihnen gerne zeigen würde, ist eine Strategie, die wir entwickelt haben. Die heißt die Matcha-Strategie. Ist vollautomatisch, ja, so ähnlich wie die Moving Average-Strategie, aber die performt, wie Sie gleich sehen werden, wesentlich erfolgreicher als die MA-Strategie. Ja. Und die würde ich Ihnen ganz gerne kurz vorstellen. Ja, dazu am besten wieder zurück zur Handelssystemanalyse im Ninja Trader. Das habe ich Ihnen schon mal vorbereitet. Ich werde ganz kurz ein anderes Fenster öffnen. Ja, eine Sekunde. Ja, so. Das ziehe ich jetzt hier mal rein. Diesen Test habe ich im Vorfeld schon laufen lassen. Und hier würde man den Backtest sehen unserer Matcha-Strategie. Ja, angewendet auf die Nasdaq Futures auf einen Zeitraum von 2009 bis 2019 und auf einen 30-Minuten-Chart angewendet. Und wie man sehen kann, ist diese Strategie sehr profitabel, ja, mit einem Profitfaktor von 1,86, 383 Trades in beide Richtungen, Long und Short, ja, anders als bei der Moving Average Strategie, wo diese Strategie wirklich nur in der Long-Richtung erfolgreich war, performt Matcha in beide Richtungen sehr gut, ja, Long und Short. Das heißt, selbst im Bull Market würde man mit Short Trades mit dieser Strategie Geld verdienen können. Ja. Und diese Strategie haben wir auch einmal in unserem Trustfolio Tool durchgetestet als Portfolio. Das werde ich Ihnen ganz kurz auch einmal zeigen. Ich nehme jetzt mal unsere Tests raus von eine Sekunde. So, damit wir mal von vorne anfangen können. Ja, so, jetzt ziehe ich die Performance-Daten der Matcha-Strategie einmal in unser Trustfolio-Tool. Ja, so, das wird jetzt etwas dauern, weil es doch sehr viele Trades in diesen
an diesen Dateien gibt. Ja. Gedulden Sie sich etwas. In der Zwischenzeit würde ich Ihnen gerne noch verraten, dass wir eine Light-Version dieser Strategie kostenlos für alle Webinar-Teilnehmer zur Verfügung stellen. Ja. Um diese Light-Version zu erhalten, müssen Sie sich einfach auf unserer Webseite blackcherryinvest.com registrieren. Ja. Das sieht dann so aus. Sie fordern hier Webinar-Sonderangebot an. Ja, und dann erhalten Sie kostenlos die Light-Version dieser Matcha-Strategie, die freigeschaltet ist für diese Symbole, die Sie hier sehen können. Auf Anfrage stellen wir natürlich Ihnen auch die Vollversion dieser Matcha-Strategie zur Verfügung. Aber diese Matcha-Light haben Sie erstmal genug Tools zur Verfügung, um diese Strategie gründlich testen zu können auf diesen Symbolen. Ja. Eine andere Anmerkung, das Trustfolio-Tool zur Analyse von Portfolios ist auch auf unserer Webseite erhältlich unter www.blackcherryinvest.com. Okay, so zurück zum Trustfolio-Tool. Ja, jetzt wurde diese Strategie... Daniel, eine Frage kurz von ein Teilnehmer hat eine Frage, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Ja. Ob die Daten von CapTrader ausreichend sind, beziehungsweise qualitativ hochwertig genug sind, um mit dem NinjaTrader Backtest durchzuführen, oder sollte er einen eigenen Datenfeed nutzen? Vielleicht kannst du deine Gedanken womöglich kurz dazu sagen, weil dann... Ja. Jetzt bloß nichts Negatives, Daniel. Nein, war nur Spaß. Nein. Im letzten Webinar, das wir Ende April durchgeführt haben, haben wir über die Datenanbindung NinjaTrader mit CapTrader und Interactive Brokers gesprochen. Ja, die Daten für... wenn man CapTrader nimmt, kommen vom Interactive Brokers und der Bank kriegt da ganz exakte Marktdaten zur Verfügung, die auf jeden Fall ausreichend sind für einen Backtest dieser Strategie. Ne? Kann ich kurz was fragen, Daniel? Ja. Ist es nicht so, dass wenn ich die Interactive Brokers Daten, also jetzt hier über CapTrader jetzt beziehe, dass es da in der Historie Begrenzungen gibt? Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall für Minutendaten oder 5-Minuten-Daten, die sehr granular sind, dass man da nicht Jahre an Daten bekommt, das ist richtig. Ja. Wenn man jetzt Tagesdaten nimmt, dann hat man aber doch eine lange Historie von vielen Jahren, über 10 Jahren. Ja. Hängt ein bisschen darauf an, wie granular die Daten sind, die man anfordert. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt. Granular, liebe Teilnehmer, bedeutet einfach nur eins. Welche Darstellung wird denn gewählt? Minutenbereiche oder Minutendaten oder auch Tagesdaten, die sind sehr, die, da gibt es sehr, sehr wenig. Also die brauchen nicht viele Daten, die man laden muss. Also das ist jetzt nicht so aufwendig. Problematisch wird dann wirklich der Tickbereich, der Volumen- und Range-Bereich, wo dann wirklich absolut akkurate Daten benötigt werden. Das ist ein Thema. Da ist dann vielleicht, sind vielleicht die CapTrader-Daten dann vielleicht nicht optimal, weil da gibt es dann eben andere Möglichkeiten, aber für diese Minuten- und Tagesgeschichte sollte das reichen eigentlich. Denke ich. Ja. Okay, ganz kurz zurück zur Matcha-Strategie. Ich habe jetzt unsere Einzeltests importiert in das Trustfolio-Tool. Ich will jetzt ganz kurz nochmal Ihnen ein weiteres Feature zeigen. Ja, ich werde wieder zwei Portfolios erstellen, eins für Aktien und eins für Futures. Okay. So, und das Aktienportfolio werde ich jetzt die Aktien hinzufügen. Das waren diese hier. Einfach, man zieht sie einfach hier rein. In das Futures-Portfolio werde ich jetzt die Futures-Backtests reinziehen, ja, um Ihnen ein Features zu zeigen. Ja. Jetzt haben wir praktisch zwei Portfolios, eins mit Aktien mit 10 Testläufen und eins mit für Futures. Und man sieht hier, dass man bei Aktien einen Gewinn von $171.000 hätte. Man sieht aber auch, dass der Average-Gewinner und Average Losing Trade $388 ist, beziehungsweise minus $130. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Futures an. Man sieht hier bei den Futures, ja, dass der durchschnittliche Gewinner wesentlich größer ist als der durchschnittliche, bei den Aktien. Und der durchschnittliche Verlierer ist auch wesentlich größer als bei den Aktien. Was bedeutet das jetzt für mein Portfolio? Das heißt, dass meine Futures eine zu große Gewichtung haben, ja, die overpowern praktisch meine Aktien, den Aktienanteil meines Portfolios. Und um das auszugleichen, wäre es ratsam, dass man die Positionsgröße zum Beispiel für seine Aktientrades erhöht, damit man hier ähnliche Werte hat wie bei den Futures. Ja? Sonst heißt es, dass man praktisch sich zu sehr auf Futures spezialisiert und die Aktientrades overpowern.
Ja, und das ist ein Anzeichen eines nicht ausgeglichenen Portfolios. Ja. Dann in dem Fall also gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also die Positionskurse bei Aktien erhöhen oder vielleicht als Alternative könnte man ja bei Futures auch auf kleinere, wie jetzt die neuen Micro-Mini-Futures oder so umsteigen. Auf jeden Fall. Genau, ja. Das ist genau richtig. Okay. Ja. Wichtig ist jeweils, dass die Tradegrößen vergleichbar sind zwischen den verschiedenen Unterportfolios, die man hat. Ja. Gut, wie man sieht, die Performance der Matcher-Strategie ist sehr gut. Ja. Relativ wenig Drawdown, sehr viele Trades, profitabel über die Jahre und größtenteils auch über die Monate. Ja. Mit relativ wenig Verlierermonaten, relativ wenig Gefahr für Markengeschwüre, diesem Alze-Index, ja, die Kennzahl, die wir vorher betrachtet haben. Und ja, probieren Sie es aus. Die Lite-Version gibt es kostenlos für alle Webinar-Teilnehmer auf unserer Webseite zur Verfügung. Registrieren Sie sich einfach und wir schicken Ihnen dann die Lite-Version unserer Matcher-Strategie zu. Okay, so, zu guter Letzt wünscht ihr was, ein kleiner Ausblick auf was in der Zukunft jetzt kommt. Am 11. Juni haben wir ein weiteres Webinar, wo wir uns dann mit dem Bauen seiner eigenen Strategien befassen werden, ja, mit dem Ninja Trader Strategy Builder. Ja. Hier kann sich jeder Strategien selbst bauen, ohne Programmierkenntnisse, ja. Ein sehr cooles Tool. Und sehr spannend. Und das werde ich Ihnen dann am 11. Juni vorstellen. Und am 2. Juni dann betrachten wir den Marktscanner, ja, wo man verschiedene Symbole gleichzeitig scannen kann für verschiedene Trade-Setups oder für interessante Sachen, ohne dass man das manuell machen muss. Haben Sie Vorschläge für andere Themen? Hören wir Ihnen natürlich auch gerne zu. Ja, reichen Sie einfach ein unter blackcherryinvest.com in unserem Kontaktformular. Wir nehmen Ihre Vorschläge gerne auf und wir arbeiten dann für Sie dann auch diese Themen aus und präsentieren Ihnen diese Themen in einem späteren Webinar. Gut, das war's von mir. Bei Fragen gerne per E-Mail an mich. Meine Kontaktinformationen sind hier gegeben und ich denke, die sind auch auf der CapTrader-Webseite. Ich hoffe, Sie fanden es interessant und ich freue mich schon auf unser nächstes Webinar in ein paar Wochen. Daniel, ganz kurz, noch vielleicht zwei Fragen, die du vielleicht noch beantworten könntest, die gerade reingekommen sind. Du hast ja gezeigt, Aktien und Futures, die Portfolien, und jetzt kam eine Frage, ob Währungspaare auch funktionieren. Ja, das Trustfolio Tool kann auch auf Forex Testdaten angewendet werden. Okay. Aber auch die Strategie, Daniel, die kannst du natürlich auch. Ja, die Matcher-Strategie arbeitet auch auf Währungspaaren. In der Lite-Version aber sind diese nicht freigeschaltet. Ja, dafür müsste man dann die Vollversion der Strategie erwerben. Okay, und dann eine allgemeine Frage. Christoph, vielleicht kannst du darauf eingehen, ob Hedging möglich ist mit dem Ninja Trader. Nein. Was heißt ja, nein? Also theoretisch geht's. Man kann eine Strategie haben. Bleiben wir mal bei einem Währungspaar. Angenommen, diese Matcher-Strategie, die ist long auf dem Zeitrahmen oder auf einer Datenreihe und dann ist es short auf eine Datenreihe, das geht. Also man ist ja Ninja-Trader nicht gezwungen, nur in eine Richtung unterwegs zu sein. Theoretisch ist man aber flat. Ja. Also wie gesagt, dieses, ich würde sagen, ja, es geht, bloß es ist halt einfach man muss wirklich wissen, was man tut. Ja, offen gesagt, das wäre die ehrliche Antwort dahinter. Die Frage ist, ob damit gemeint ist, dass man ein Future Long und Short gleichzeitig ist. Theoretisch geht's ja. Stell dir vor, du hast im Endeffekt, liebe Teilnehmer, stellt euch vor, ihr seid in einem Markt im Mikro S&P Mini oder Mikro Mini, ja, seid ihr long, ja, und habt da das abgesichert mit einem Stopp und einem Target. Gleichzeitig vielleicht zwei Punkte weiter oben möchtet ihr kurz mal short gehen. Das geht. Es ist das ging auch, ja. Also es wäre möglich, aber es erfordert eine Änderung in den Einstellungen im Ninja Trader, in der Handhabung der ATM-Strategien. Ja, das ist die ehrliche Antwort dahinter. Also es geht, ja, dass man eben sich marktneutral dann verhält im Grunde, ja, aber man hat trotzdem noch die Stops und auch die Gewinnziele dieser offenen Positionen noch im Markt. Weil die Frage ist ja interessant, weil wenn ich jetzt nur die Trader Workstation beispielsweise nutze und da geht es natürlich nicht. Also entweder bin ich long oder short und wenn ich das Gegenteil mache, wird halt die Position geschlossen, ne? Weil es ja direkt an der Börse so übermittelt wird. Ne?
Ja, es ist ja auch nicht falsch. Also im Endeffekt ist es so, du kannst, also wie gesagt, nochmal, man kann im NinjaTrader beispielsweise im DOM das so einstellen, dass du quasi eine Long-Position hast, mit Stopp abgesichert, mit einem Gewinnziel abgesichert. Kannst aber auch gleichzeitig, oder ist einfach mal einen Punkt später, als Beispiel, kannst du eine Gegenposition aufbauen, auch mit Stopp und mit Gewinnziel. Das geht. Faktisch bist du ja flat. Du hast dann ja keine Position, wenn du einmal long bist, einmal Genau, short, ja. flat, ja. Die Hedging-Geschichte kommt ja alles aus dem Forex-CFD-Bereich, wahrscheinlich mehr aus dem Forex-Bereich, was einfach nur dazu führt, dass im Grunde manche Trader einfach ja, Verluste nicht realisieren möchten. Und dann gibt es natürlich so sogenannte Grid-Strategien, die da natürlich schon interessant sind, zum Teil, aber ja, Fakt ist, also in der Kürze, theoretisch geht es, aber in der Praxis, wie du auch gesagt hast, Andreas, du bist natürlich flat. Wenn ich einmal long bin, einmal short, bin ich flat, ja, und da kann auch angezeigt werden, was will, ja, meiner Meinung nach. Okay, gut. Vielen Dank. Ja, das waren die beiden Fragen, die ich jetzt noch gesehen hatte, jetzt zum Abschluss, die gerade auch reingekommen sind. Ja, vielen Dank dafür. Daniel, Ja, gerne nochmal zu dir zum Abschluss. das war es eigentlich von mir bei Fragen. Gerne per E-Mail an mich direkt. Ich höre Ihnen gerne zu und beantworte natürlich alle Fragen, die Sie noch haben. Und falls Sie weitere Informationen haben möchten über das Strategy-Testing, die Optimierung, die Matcher-Strategie, der Portfolio-Analyse, ja, seien Sie nicht schüchtern, fragen Sie mich einfach. Super, vielen Dank dafür. Ja, war sehr, sehr spannend, sehr interessant, auch für mich, der kein Programmierer ist und aber der gerne auch wieder die eine oder andere Strategie natürlich auch entwickelt. Da freue ich mich aber auch auf das nächste Webinar, wo man das mit dem Baukastenprinzip umsetzen kann. Da ja, warte ich auch schon ganz gespannt drauf. Einen Monat müssen wir uns noch gedulden, aber ja, die Reihe geht ja weiter und ja, ich bin sehr froh, dass wir die gemeinsam mit euch hier durchführen können. Ja, die Aufzeichnung des heutigen Webinars, wie gesagt, kommt zeitnah dann bei uns auf YouTube, auf unserer Homepage von CapTrader und dann kann sich das jeder auch nochmal in Ruhe anschauen. Ja, von meiner Seite nochmal vielen Dank an euch beide, euch noch einen schönen Abend, an alle Teilnehmer auch vielen Dank und ebenfalls eine schöne Woche, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Okay, ciao. Tschüss.